frage mich gerade. Die Stelle hier drin, wo der Stärkefelsen ist, den ich halt von der Seite aus nicht verschieben kann. Also hier. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass die Kraxler-Stelle da oben ist, weil die mich ja hier reingelassen haben. Das wäre ja irgendwie ziemlich blöd, wenn ich von der Seite aus nicht drankommen würde. Dann gehe ich halt noch mal. Am Schwimmen am Anfang. Also weiter hier. Leer. Wobei doch. Hier war ja nur das Item. Aber hier war der ganze Anfangsbereich. Das kann ja auch nicht sein. Oder war ja auch irgendwo eine Kraxler-Stelle? Da ist das lustige TNT-Fass. Da erinnern wir uns ja noch dran. Was ist hier auf der anderen Seite? Da kann ich auch hoch. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wo ich war. Also am Anfang vom Stream war ja auf jeden Fall eine Kraxlerstelle, aber die finde ich einfach nicht wieder. Aber ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Ach so, mein Schutz ist nicht mehr aktiv. Hi, na? Lass mich raten, ich kann nicht fliehen. Also gehe ich. Hi. Ich meine, es kann gut sein, dass, wenn wir von der anderen Seite kommen, dass da auch noch eine Kraxlerstelle ist für irgendwas. Aber die halt jetzt in diesem Fall nicht wichtig wäre. Und ich die ganze Zeit gesucht habe, aber von der Seite aus gar nicht drankomme. Gegnerteam lokalisiert. Absolut nichts Böses passiert hier, ich schwöre. Ja, ich glaube auch, dass die Kraxler-Stelle vom Anfang von... Nein, pack das Lucario wieder weg! Von der Seite aus einfach nicht erreichbar ist. Aber, ne, ich habe halt gedacht, okay, das ist auf jeden Fall die richtige Stelle und war dann irritiert, dass ich nicht dran gekommen bin, weil das wäre ja irgendwie ziemlich dumm, mich hier reinzulassen in den Berg, wenn ich gar nicht dran komme an die Stelle. Und könnt ihr aufhören, dass die Lucario immer Schwertanz direkt am Anfang machen? Das ist gruselig. Lass das. Stoppu. Stoppu. Danke. Ich meine, Lucario ist cool. Schon. Aber ich kämpfe nicht so gerne dagegen. Muss aber mal kurz was anderes nach vorne packen, damit keine wilden Pokémon kommen. Was ist jetzt hier oben? Ach, guck mal, da wäre ein Wasserfall, wo ich natürlich jetzt erstmal nicht hochkomme. Gibt's hier auf dem Wasser irgendwas Lustiges? Man kann ja mal gucken. Habe ich Schutz noch aktiv? Man weiß es nicht. Wie viele VMs man hier drin braucht. Surfer, Kaskade. Potenziell kann man irgendwo bestimmt auch noch Taucher einbauen. Ansonsten Stärke, Zertrümmerer, Kraxler. Süß, dass es die hier gibt. Mal gucken, ob ich noch was finde. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen neugierig. Gong. Oh, schon ein bisschen höher vom Level her. Leider ist Seemops schon cooler. Das ist eine Tatsache. Das wäre doch jetzt die ultimative Steigerung. Jurob, Jugong, Seemops. Nein. Ich meine, ich mag Jurob und Jugong total gerne. Jurob tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil Jurob einfach total süß für mich aussieht, aber Seemops. Team Seemops.
Also ich glaube, es gibt die beiden hier auf jeden Fall. Ist es schon ganz cool auf jeden Fall. Hat sich doch schon gelohnt, mal nachzugucken. Jetzt will ich aber mal gucken, ob hier noch andere coole Pokémon außer Knaxel drin rumlaufen. Ja. Solange ihr Mopsy auch mögt, zusätzlich zu Europe, ist das voll okay. Also ich sehe Choupette oder Choupette, wie auch immer, und Knaxel. Noch irgendwas? Hast du ein Spiel ausgemacht? Mhm. Okay. Ein bisschen bauen. Ich meine, guckt euch dieses Emote an. Und du bist schon irgendwie nicht, weiß nicht. Es gibt so Pokémon wie Kleinstein. Zubat hat Pluspunkte durch X-Bart bekommen. Aber ich weiß nicht, so Kleinstein ist für mich immer noch so, ja, es existiert, aber es ist irgendwie super unepisch. Hauke, ich glaube, an der Stelle habe ich auch am lautesten geschrien im Stream. Ein Mopsy! Ungefähr so. Hi. Na? Ja, wie bist du? Ich weiß auch nicht. Ich habe mich verlaufen, aber ich bin angekommen. Ich meine, manche Kanto-Pokémon sind ja vielleicht auch ein bisschen attraktiver geworden durch irgendwelche neuen Formen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Galasmogmog ganz cool ist und halbwegs beliebt ist. Und ich glaube auch hier Alola Slimer mögen einige Leute. Mir ist das so ein bisschen zu farbig. Aber solche Sachen wie Alola Dickdri oder Geowatz. Geowatz geht noch, aber Dickdri. So, könntest du mich jetzt bitte nicht critten mit deinem Turmkick? Könntest du im besten Fall einfach gar nicht treffen? Ja, gleich. So. Ich muss sagen, Alola Vulpix und Vulnona, ja. Nur, bitte hasst mich dafür nicht, ich finde, Alola Vulpix und vor allen Dingen Alola Vulnona sehen als Artwork hübscher aus als in-game. Es gibt so einige Formen, die ich eigentlich sehr gerne mag, wie zum Beispiel auch Gala. Ich muss mal überlegen, ob Alola oder Gala. Kann sein, dass ich mich mal vertue. Ich finde auch Gala Ponita und Galoppa cool, aber die sind auch auf den Artwork schöner, beziehungsweise Gala Galoppa funktioniert für mich nicht so gut wie die Vorentwicklung. Ich meine, ich würde ja immer sagen, meine mitliebste Form ist Alola Raichu. Die Augen sind vielleicht nicht ganz mein Fall, aber ich finde es einfach so süß, wie es auf seinem Schweif surft. Und die Typkombination ist cool. Aber es ist eine Glaskanone. Ich liebe Alola Raichu. Wie gesagt, und Alola Sandan. Ich mag auch Vulpix und Vulnona, aber ich würde sogar Sandan und Sandama vorziehen. Ich mochte Sandan immer schon, aber ich finde Sandan als Eis-Pokémon Top-Tier. Und total underrated irgendwie. Ich meine, gut, es hat viele Schwächen, ich weiß, aber ich finde Alola Sandan richtig, richtig süß. Einmal. Dafür habe ich ja die Tränke. Zweimal. Hi. Aber mittlerweile gibt es ja schon eigentlich sehr, sehr viele Formen.
sowohl eine Mega-Entwicklung als auch, wie gesagt, Alola-Formen und Gala-Formen und Giga-Dynamax-Formen. Problem ist, ich könnte noch nicht mal genau aufzählen, was ich jetzt am liebsten mag, weil ich vermutlich die Hälfte vergessen würde. Mega-Entwicklungen, Gardevoir ist definitiv sehr weit vorne, Altaria, ich liebe Mega-Altaria, es ist so fluffy. Ampharos, super fabulous. Absol, auch super schön. Und auf der Gegenseite gibt es dann Mega-Sumpex. Ich liebe Hydropi. Aber nur, wenn seine Entwicklung bitte nicht ins Fitnessstudio geht. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch viele andere Megaformen, die richtig cool sind. Aua! Das war schmerzhaft. Also da gibt es schon einige. Genau wie Giga Dynamax Formen, ne? Fat Pika! Punkt! Evoli sieht auch in Giga Dynamax echt ganz schick aus. Und Pokusan. Pokusan finde ich auch richtig, richtig hübsch als Megatorte. Aber Fat Pika. Pii! Für mehr hat es nicht gereicht! Und einige Giga Dynamax Formen sind halt einfach da. Ich habe es nicht hingeguckt, aber passt schon. Das Einzige, was ich in Giga Dynamax überhaupt nicht mag, ist Kingler. Ich finde diese Form tatsächlich ein bisschen eklig. Weil die Beine so... Ne? Überhaupt nicht. Meins. Es ist mir zu groß und zu eklige Beine und... Nee. Ich meine... Dynamax Aranestro muss ich mir jetzt auch nicht zwingend angucken. Aber ich sag mal so, solange sich all diese Viecher nicht bewegen, geht's noch. Aber muss jetzt nicht. Woggle, das habe ich mir irgendwann auch gedacht. Ich war irgendwann auch sehr irritiert darüber, aber ja. Joa, aber ansonsten... Und wie gesagt, von den Formen her mag ich Vulpix und Vulnona, aber das finde ich auf Artworks tatsächlich schöner. Sandan und Sandama mag ich super gerne als Alola-Form. Raichu auf jeden Fall. Und Gala. Gut, Ponita. Was gibt es noch für hübsche Gala-Formen? Mir fällt jetzt noch Smogmog ein, aber das würde ich jetzt nicht auf die Liste setzen. Oder oh Gott, Mauzi und seine Entwicklung. Was gibt's noch für süße Gala-Formen? Smogmog. Nein! Hallo, Jurob. Die Gala-Form der Vögel hier, Arktos, ist einfach richtig edgy geworden. Fleckmon? Fleckmon ist cool, aber... Was mit Nee, du. Was mit Lamos? Nein. Was Süßes. Antimos. Was Süßes. Corazon. Das ist einfach nur sad. Zickzacks. Das ist ganz cool. Lampion. Ist auch ganz cool. Kabaya. Nicht existent. Wunschlick. Nein. Dann gibt es leider nicht so süße Gala-Formen abseits von Ponita, aber einige sind ganz cool. Immerhin. Also da haben die Alola-Formen doch mehr süße Sachen und die Mega-Entwicklungen. Aber Pii! Dafür finde ich aber tatsächlich das nicht so geil. Man kann ja über Schwert und Schild sagen, was man möchte, aber ich finde, es gibt schon einige sehr coole Pokémon. Also ich mag Wolli. Wer hätte es gedacht? Ich liebe Wolli! Es ist so süß und fluffy! Aua. Das war schmerzhaft. Und ich liebe Pokusan. Das sieht so hübsch aus. Und Morpeko. Morpeko ist auch richtig toll. Relaxo, kannst du es bitte unterlassen?
Und Snomnom! Ja! Snomnom ist auch so süß! Man merkt, ne, was ich hier so als Emote habe und was ich dann besonders gerne mag. Ja. Gut, Infernoport würde ich jetzt nicht unbedingt als süß abstempeln, aber es gibt, ne, viele ziemlich stylische Pokémon. Kann mich jetzt eigentlich irgendwer heilen? Das Relaxo hat mich ziemlich auseinandergenommen. Ist das ein Schieberätsel? Ich hasse Schieberätsel. Warte, wenn ich den in die Mitte schiebe, dann nützt mir das herzlich wenig. Wenn ich den in die Mitte schiebe, dann ist der da. Dann kann ich den runterschieben. Denn die, ich habe keine Ahnung. Ich muss das machen, ich kann das nie vorher. Das sieht aber irgendwie nicht aus, als würde mich irgendwer heilen wollen, um ehrlich zu sein. Yikes. Ich würde super gerne neue Tier 2 und 3 Emotes machen. Das hatte ich jetzt auch schon länger geplant, also für mich halt. Ich wollte auch die bestehenden überarbeiten und entweder halt lassen oder auf Discord packen und halt neue machen. Die Sache ist halt, dass ich ja erstmal Jans Emotes alle überarbeitet habe. Dann habe ich Jans Tier 2 Emotes gemacht. Dann habe ich mein Stream-Layout und mein Pausenbildschirm und so überarbeitet. Dann habe ich Jans komplettes Design überarbeitet mit Panels und Badges und so. Während ich das gemacht habe, hat Chris ja gefragt, ob ich ihm ein Elements Destiny Stream Design mache. Das saß ich auch ewig dran, das ist okay. Ist aber ziemlich cool geworden, finde ich. Dann habe ich das gemacht. Ja, und dann kam der Februar und hat mich erschlagen. Ungefähr so. Das Problem ist halt, dass Nagito nicht so sonderlich viel hier reißt. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich viel anderes zu tun, aber ich will es halt immer noch gerne machen. Hätte vielleicht noch mal vorher einkaufen sollen. Aber konnte ich ahnen, dass alle Routen so leer sind und dann sind hier so 1 Million Trainer drin? Ich glaube nicht. Das freut mich, Kuro. Da steckt auch viel Liebe drin. Und Nerven. Viele Nerven. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Judith gut. Ich glaube, ich werde nicht im Detail über diesen Rahmen reden, weil Jan und so. Ich glaube, was manche Leute nicht so ganz immer sehen, ist, dass ich egal bei welchem Layout nie 1:1 übernehme. Das heißt zum Beispiel jetzt in diesem Layout, dass die Textbox mit dem Ziel, ne, ist nicht aus dem Spiel oder so geklaut. Die ist halt 1:1 per Hand von mir nachgezogen. Auch die gelblichen Felder sind von mir per Hand in dieser Form nachgezogen, mit diesen kleinen Sternchen und so. Das ist halt nicht aus dem Spiel raus. Das ist halt alles von mir per Hand so in diese Form nachgezogen, eingefärbt, mit Effekten drauf und so weiter und so fort. Ich weiß halt nie, ob ihr das halt wirklich so mitkriegt. Oder auch bei Jan. Alle Badges, das sind nicht die Masken aus dem Spiel. Die sind alle gezeichnet. Genau wie die Pokebälle. Die sind übrigens auch alle gezeichnet. Die sind nicht kopiert. Die habe ich alle per Hand gezeichnet. Die Panels, die ihr unter meinem Stream seht, und die Panels, die Jan hat, sind auch alle per Hand gezeichnet. Die sind nicht aus dem Spiel rausgenommen. Das Einzige, was ich nicht per Hand gezogen habe, sind die Sterne im Hintergrund. Bei mir. Die Mandalas, die bei Jan im Hintergrund zu sehen sind im Stream, die habe ich alle per Hand gezogen. Die habe ich alle als einzelne Dateien. Na? Auch das Cut-In im Pausenbildschirm. So viel Zeit muss jetzt einmal ganz kurz sein. Das da, rechts, ist auch per Hand gezogen von mir. Ist auch nirgendwo rauskopiert.
Und beim ID-Rahmen ist es halt auch so. Chris hat mir halt Screenshots gezeigt vom Interface vom Spiel und hat dann gemeint, ja, darauf basierend. Ich habe nichts aus Dateien übernommen, die mir Chris geschickt hat. Also auch diese ganzen kleinen Elemente, um es jetzt mal spoilerfrei zu sagen, die Ränder und so von der Cam und so, die habe ich nicht einfach von deren Layout rauskopiert, die habe ich per Hand nachgezeichnet. Und das war scheiße aufwendig. Oder auch der Hintergrund. Da ist ja auch ein gewisses... Das habe ich dir aber gezeigt, glaube ich. Was denn? Das Hintergrundding. Ja gut, aber das war das gleiche wie bei dem Design-Thumbnail, ja, weil genau. Dieses halbwegs bunte. Genau, dieses bunte, was im Hintergrund ist, ne, diese Dreiecke. Ich habe jedes Dreieck per Hand gezogen und eingefärbt, so dass die Farben stimmen. Weil bei ED auch irgendwie so auf diesen Thumbnails, wo die Sprecherenthüllungen und so sind, haben die auch so ein Hintergrundbild mit so bunten Dreiecken. Ich habe die Datei nicht geschickt bekommen von Chris. Ich hätte vielleicht fragen können, aber mein Ego war auch zu groß. Das waren 300 Dreiecke oder so, die ich alle selber gezogen habe. Und ich meine, ich finde das super lieb, wie ihr gerade im Chat alle so Svenja loben schreibt. Nur es ist ja irgendwie auch mein Job, sag ich mal. Und ich mache das ja auch gerne. Nur ich glaube, manche Leute denken halt einfach, okay, ja, es ist eh alles rauskopiert. Nein, nichts davon ist rauskopiert. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Was? Ah. Also ich glaube halt einfach, ich weiß nicht, ob man das so als eigenen Stil verkaufen kann, vermutlich nicht. Aber ich glaube, ich bin eigentlich recht gut darin. Ihr gebt mir ein Spiel, Persona 5 in meinem Fall, Hollow Knight bei Jan oder eben Elements Destiny. Und ich kann dann aus Screenshots vom Menü, vom Interface, vom Kampfsystem sehr gut ein Stream-Design ableiten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich ein eigener Stil oder so. Aber das macht mir irgendwie Spaß dann wirklich so. Ich nehme dann meistens so ein DIN A4-Blatt und kritzel dann so ganz grob drauf, was ich halt brauche. Brauche ich Panels, brauche ich Badges, was für ein Stream-Layout brauche ich. Also muss da eine Cam rein, muss da ein Chat rein und so. Brauche ich irgendwie noch Pausenbildschirm oder so. Und dann gucke ich halt wirklich das Menü vom Spiel an. Das, was man vielleicht manchmal gar nicht so aktiv wahrnimmt, aber doch vorhanden ist. Menü, Kampfsystem, Overworld-Screenshots, Einblendungen von Städtenamen und so. Und guck dann, was da für ein Design bei ist. Und kritzel das dann ganz grob aufs Papier. Und guck dann, was wohin passen könnte. Gerade Persona 5 hat so viele Elemente. Da war es sogar echt schwer, zurückzurudern, dass das ganze Layout nicht komplett zugeklatscht ist. Und bei anderen Sachen ist es genau umgekehrt. Da musst du halt wirklich aktiv suchen, ne? Was kann ich vielleicht irgendwie nehmen? Das macht mir einfach voll Spaß. Wenn jetzt irgendwer kommen würde und sagen würde, hey, kannst du mir ein Layout im Stil von, keine Ahnung, Zelda Breath of the Wild machen, könnte ich das, denke ich, auch ganz gut runterbröseln. Ich weiß nicht. Das... Ja, mache ich ganz gerne. Was möchtest du sagen? Nichts. Ich weiß nicht mit dem Chat. Ach so, okay. Warum soll ich immer wieder dazwischen reden müssen, während du gerade am Reden bist? Okay. Nur ich glaube auch, ich könnte natürlich auch sowas wie Commissions dafür machen. Ich hätte aber immer Angst. Also ich habe ja schon einen gewissen Anspruch. Jan hat keinen Anspruch. Jan nimmt alles, was ich ihm gebe. Ja. Also von daher gesehen muss... Die erste Hürde ist immer, mich zufriedenstellen. Aber wenn ich es halt noch für andere Leute mache, dann habe ich ja potenziell zwei Leute, die ich zufriedenstellen muss. Meine eigenen Ansprüche und dann noch den, ich sag mal, Kunden. Und ne, das ist dann immer so was anderes. Ich meine, Chris war super pflegeleicht. Ich habe es gemacht und er hat es einfach so genommen, wie ich es gemacht habe. Ich musste nicht eine Sache ändern. Also das fand ich super, dass er es 1:1 so genommen hat, aber ich... Entweder ist er genauso anspruchslos wie ich oder du hast einfach perfekt seinen Geschmack erwischt. Deswegen war ich, boah, wie ich ihm das geschickt habe, dachte ich mir so, oh Gottes Willen. Weil das ist ja, ne, Idee ist ja sein Baby, ne? Du willst ja jetzt auch keine Scheiße bauen. Ja, kack nicht auf sein Baby. Ja. Tut das mit allgemein nicht bei anderen Leuten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich so Commissions für Geld wirklich machen würde.
Weil, ne? Abseits davon, dass ich gar nicht, ob ich gar nicht weiß, ob man da nicht irgendwie Gewerbe oder so anmelden muss, keine Ahnung. Geht das hier noch? Du heilst mich! Yes! Der beste NPC! Um einen weisen Mann zu zitieren, das ist der beste NPC, lass mich dich von hinten anrammeln. Okay, wo ist der Arsch? Leider zur Wand hin, ich komm nicht dran. Oh, du könntest mir nee, gar nicht. Sein Arsch ist echt gut geschützt. Sein Arsch ist richtig gut geschützt. Kennt das noch irgendwer? Naja, wie gesagt, so abschließend weiß ich nicht. Ich könnte ja auch commissionmäßig euch wunderschöne Mopsies modellieren. Aber ich hätte viel zu viel Angst, dass die Post die Mopsies zerstören würde, bis die bei euch ankommen. Das wäre... Ich vorher zerstört. Das wäre... Was? Das wäre sehr traurig. Von daher gesehen, streame ich einfach für euch. Und das ist cool. Oder so. Ich glaube, das kann ich vielleicht noch am besten. Die Mopsies zum Japan-Tag mitbringen. Ja! Dass du im Japan-Tag in 3 Jahren so 20 Mopsies wieder mitschleppen musst. Die Sache ist, ich glaube, was manche Leute unterschätzen, wenn du sowas modellierst, sag ich mal, du hast halt schon auch gewisse Materialkosten, ne? Du hast ja schon 20 Euro Materialkosten oder so oder noch mehr. Das ist, ne, wäre natürlich dann auch halbwegs teuer. Aber mich hat auch noch nie irgendwer gefragt. So von wegen, kannst du mir irgendwas modellieren oder kannst du mir ein Stream-Layout machen? Abseits jetzt von Chris, aber das ist was anderes. Chris war mein Trauzeuge. Also für Chris würde ich alles einfach mal machen. Irgendwie. Ich habe auch Tapete von seiner Wand abgekratzt. Stundenlang, ne? Also von daher gesehen, musste ich auch noch nie drüber nachdenken, weil mich nie irgendwer gefragt hat. Das ist so das Positive. Das ist eine Frage. Gracie, kann ich auch einen Shaman nehmen? Shaman ist, glaube ich, einfacher. Ja, man müsste, glaube ich, viel Styropor und Luftpolsterfolie nehmen, damit die das überstehen. Aber ich wollte jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt anfangen möchte, mit modellierten Mopsies zu dealen. Not sure. Mopsies. Ja, ich könnte bestimmt noch anderes machen. Nicht unbedingt ein Arceus oder so, aber ich könnte bestimmt noch andere Süße machen. So ein Togepi oder so würde ich bestimmt auch hinkriegen. Dann ist wieder die Frage, wer das haben wollen. Also nicht das Togepi, aber allgemein, wer sowas haben wollen würde. Ja, deswegen habe ich zurückgerudert. Deswegen. Ja, du da. Willst du einen Mopsi? Keine Ahnung, ob ich sowas machen würde. Ich habe nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf gekommen bin. Die Stream-Layouts, glaube ich. Von daher gesehen, solange mich niemand fragt, also ernsthaft fragt, bin ich eh safe. Gut, dann sind wir für heute auf jeden Fall durch. Ich denke, hier ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um Pause zu machen, weil ich hier einmal vollgeheilt wurde. Das heißt, wir können beim nächsten Mal den Rest vom Berg machen und dann vermutlich auch das Story-Finale. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass ich gegen Dialga, Palkia und Giratina kämpfen muss. Ich könnte es mir allerdings vorstellen. Und vielleicht schaffen wir ja sogar die 8. Arena. Aber erstmal bräuchte ich Taucher. Mal gucken. Aber es war heute auf jeden Fall wieder sehr cool.